Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich als allererstes dem Dank an die Einsatzkräfte von Feuerwehren und Hilfsorganisationen anschließen. Und der Dank geht natürlich insbesondere auch an die vielen ehrenamtlichen Kräfte. Man muss ja eins feststellen, die Feuerwehren würden ohne die freiwilligen Feuerwehren so nicht funktionieren. Wir haben über 90% Anteil an freiwilligen Kräften in unseren Feuerwehren. Also wirklich nur ein kleiner Teil von denen macht es hauptamtlich. Ich finde, das muss man immer wieder mit berücksichtigen. Und die Hilfsorganisationen, die anerkannten Hilfsorganisationen, funktionieren ja im Prinzip komplett auf Ehrenamtlichkeit. Und auch, ich finde, auch das muss man noch mal hervorheben, wenn man über das Thema spricht. Und insofern verbindet uns, glaube ich, alle hier der Dank und die Anerkennung an diese vielen Ehrenamtlichen. Und natürlich müssen genau diese Personen auch entsprechende Übungsmöglichkeiten haben. Ich finde, das steht völlig außer Frage. Ich bin immer total beeindruckt davon, wenn ich beim Institut der Feuerwehr bin und deren Übungsmöglichkeiten, also wenn sie vielleicht noch nicht da waren. Ich kann das sehr empfehlen, sich das mal anzuschauen, da mal hinzufahren. Aber Sie haben natürlich recht, es muss natürlich auch vor Ort, auch regional, entsprechende Trainings- und Übungsmöglichkeiten geben, damit unsere Einsatzkräfte für den Ernstfall dann noch entsprechend ausgebildet und trainiert sind. Gegen den Antrag kann man ehrlich gesagt, glaube ich, wenig haben. Ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, es sind ja viele Prüfaufträge drin. Also Sie schreiben, zu unterstützen, Anreize schaffen, zu prüfen, festzustellen, zu entwickeln. Also ich glaube, da kann man also A, inhaltlich, aber B, auch was die Prüfaufträge angeht, wenig gegen haben. Mir sei vielleicht die kleine Spitze erlaubt, dass Regierungsfraktionen ja auch direkt mit der Regierung sprechen können und ein Herr Reul und eine Abteilungsleiterin, Frau Della Chevalerie, die ich auch sehr schätze, das wahrscheinlich auch sofort umgesetzt hätten. Also es hätte nicht unbedingt des Antrags benötigt, aber ich verstehe es, dass auch CDU und FDP hier gerne Anträge stellen wollen. Insofern da vollstes Verständnis für. Ich habe so ein bisschen eine Frage bei dem Beschlusspunkt 5, wo Sie ja sagen, man muss Musterszenarien entwickeln. Das stimmt sicherlich. Ich glaube, dass wir durchaus ein Vorbild haben. Das sind die LÜKEX-Übungen, die ja sehr regelmäßig stattfinden, also diese länderübergreifenden Regelungen. Das stimmt, Sie schütteln gerade den Kopf, die finden natürlich auf Landesebene statt. Also es machen die Länder, die sich da beteiligen. Ich war bei der letzten LÜKEX-Übung dabei im Innenministerium, im Lagezentrum. Es war außerordentlich spannend. Also auch das kann ich mal empfehlen, wenn die nächste Übung ansteht, sich das einfach mal anzuschauen. Aber da gibt es ja schon Szenarien von Großschadensereignissen. Beim letzten Mal war das Thema großflächiger Stromausfall, also der Blackout. Aber es gab auch in den Vorjahren immer spannende Themen, die dort erprobt wurden. Also ich glaube, man hat da schon gewisse Vorbilder, die man nehmen kann, die man sicherlich auf die örtliche Ebene dann runterbrechen muss. Aber ich glaube, da gibt es schon was. Und das können wir dann sicherlich auch noch mal im Innenausschuss diskutieren, wie es in der Praxis dann konkret umgesetzt wird. Aber wie gesagt, auch von unserer Seite aus eine große Zustimmung zu diesem Antrag. Herzlichen Dank.